Mr. Benji. Was ist das denn? Super lecker. Jesus. Digga, der hat mich auseinander genommen. Ist das Noen Gaming Benji? Ich weiß es nicht. Sieht aber so aus, ne? Ich muss die Formation wechseln. Ich gebe noch nicht auf, Freunde. Jetzt machen doch bitte! Ey, wir kommen daneben schießen! Ist das dein Ernst? Alter, wie kommt man da noch daneben schießen? Nein, das ist zu. Ey, ist zu schwer zu verteidigen, ey. Komm, Promis! Ja, Mann! Anschlusstreffer, komm! Ah, zu viel Platz, Alter. Ey, krass. Das Krasse ist, was ich merke, wenn die so ein starkes Team haben, ist, die können so krass diese starken, druckvollen Pässe spielen und die nehmen die perfekt an. Stark, ey. Digga, ohne Witz, jetzt mal ohne Witz, Freunde. Was macht ihr hier da? Ist schon ein bisschen Slapstick, ey. Scheiße. Und wie schnell so ein Kanté ist. Der ist einfach mal schneller als Vieira, Alter. Guck mal, und so entstehen dann einfach easy Lücken, Alter. Ja, machst du nichts, Freunde. Aber wenn ich immer den Spieler hinterherrennen muss. Hey, ist dein Vater oder was? Oder auch nicht? Ja. Fehlpass, dein Vater ist da. Fehlpass, dein Vater ist da. Ja, moin. No chance, Freunde. Yay! 7-2. Amazing. EA Sports, Delays in the Game. Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute haben wir, ja, wir die ersten Spieler von der Food Champions Weekend League. Und wie ihr wahrscheinlich aus dem Intro, ich weiß noch nicht, wie ich das zusammenscheinen werde, habt ihr gesehen, dass wir gegen Benji Nohan Gaming gespielt haben. Zumindest gegen seinen Account. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich gegen Benji war. Es sollte ein Kompliment sein, wenn ich sage, dass ich nicht weiß, dass er war oder ein Pro, ja. Er hat auf jeden Fall richtig krass gespielt und wie ihr schon aus dem Intro nehmen konntet, ja, er hat mich zerstört mit 7-2. Eben momentan bin ich auch ein bisschen angetrunken, ich war ein bisschen mit ein paar Kumpels draußen und verzeiht mir, wenn mein Commentary heute nicht perfekt ist, aber wie ich schon gesagt habe, rate ich mal, dass es nicht Benji persönlich war, weil ich auch einen Tweet von ihm vor ein paar Tagen gelesen habe, dass er gesagt hat, ich hätte eigentlich Bock wieder Food Champs zu zocken, aber ich kann mir das Spiel nicht mehr als 1-2 Stunden geben. Das heißt, kann ganz gut sein, dass es ein, sag ich mal, ein Kollege war, ein Pro-Spieler, keine Ahnung wer, oder er ist persönlich. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr weiß, ob er es selber spielt, die Food Champions, oder es ein Pro-Spieler spielt für ihn, wie zum Beispiel FIFA Gaming. Ja, ich habe ja vor, keine Ahnung, ein paar Wochen auch mal gegen FIFA Gaming gespielt, zumindest sein Account, und später haben mir viele unten drunter geschrieben, dass es ein Pro-Spieler ist, ja. Ich ging in die Verlängerung und ich glaube in diesem oder letzten Monat, wo es ein Quali-Monat war, war er sogar unter den besten 64, ja. Also er war sogar qualifiziert für die Regionals. So ein Spieler, gegen den habe ich gespielt und habe mich eigentlich gut geschlagen. Jetzt gegen Nohan Gaming war es jetzt nicht so gut. Ob es er war, dann, ja, Respekt, gut gespielt. Wenn es ein Pro-Spieler war, dann, ja, mit so einem Team, ja, er hat einfach die besten Spieler, ihr habt es gesehen, Totti Ronaldo, Totti Messi, dicker Ronaldo, ich hätte null Chancen gehabt, ja, ich gebe es ehrlich zu, von 100 Spielen hätte er 99 oder vielleicht sogar 100 Spiele gewonnen, 7-2 hat er mich auseinandergenommen, was soll ich machen, und wie ihr vielleicht aus dem Spiel gesehen habt, haben wir einen neuen Abwehrchef, ja, wir haben Maldini gekauft für 1,219 Millionen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Deal, weil wenn wir jetzt auf den Markt gehen, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber ich denke, wenn wir jetzt auf den Markt gehen, sehen wir, dass der, ja, nächste Maldini, wie ihr seht, sofort Kaufpreis über 100.000 liegt. Das heißt, selbst wenn Maldini mir nicht gefallen sollte, könnten wir ihn für Profit verkaufen, ja, für 60.000 Münzen Profit verkaufen. Aber ich muss sagen, Maldini gefällt mir besser als Blanc. Ich muss leider sagen, Blanc hat manchmal Spiele, wo er wirklich einfach Hängermoment hat. Wenn das Gameplay komisch ist, wenn das Gameplay langsam und träge ist, hat er echt Hängermomente. Maldini hingegen spielt richtig gut. Also Maldini, muss ich sagen, wird wahrscheinlich unseren Club lange nicht verlassen.
spielt eigentlich wirklich gut. Wie ihr auch auf der Bank seht, Sterling ist jetzt hier dabei. Ja, den habe ich ja gestern gezogen mit Firmino. Firmino muss ich überlegen, wie ich noch einbauen werde. Ob ich ihn für Alessandrini oder De Bruyne hier ersetze. Oder sogar, ja, den Bronzespieler hier ersetze. Weil ihr wisst, ich habe irgendwie ein bisschen Aberglaube, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bronzespieler wegnehme, dass ich wieder stärkere Gegner bekomme, dies, das und was weiß ich. Oder Handicap bekomme. Deswegen habe ich momentan nur Sterling auf der Bank. Und ihr fragt euch bestimmt, ja, wie steht es denn hier bei deiner Weekend League, ja? Ich habe 20 Spiele gemacht und ich sag so viel, ich stand am Freitag 14-4, was nicht schlecht ist. Ich habe 2 Spiele am Nachmittag gemacht, am Samstagnachmittag, habe beide verloren. Eins war wahrscheinlich verdient verloren und eins war im Elfmeterschießen. Elfmeterschießen ist Glückssache meiner Meinung nach und stehen momentan 14-6. Ich nehme aber, wie gesagt, alles locker. Wir haben, ja, wie gesagt, ein gestriges Video. Check das ab, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, haben wir viele Münzen gemacht. 500.000 allein durch, ja, Sterling und Firmino Pass to Chloe. Ich werde die auf jeden Fall erstmal ein bisschen halten. Ich habe den, wie heißt er, Bernardo Silva schon angeboten. Hat sich leider noch nicht verkauft. Vielleicht hat er sich jetzt verkauft. Nein, leider nicht. Damn hat sich verkauft. Klick. Und einige 81 und 82, wie ich schon gesagt habe, durch die SBC. Ist eine neue SBC draußen. Schottland versus England. Da werden wir auch auf jeden Fall gleich noch dazu kommen. Haben wir hier einen Schottenverkauf für 1,4 und noch eine Heilungskarte für 700 Münzen. Wie ihr auch hier seht, Bernardo Silva ist drauf. Angeboten für 58.000. Wurde noch nicht gekauft. Werde ich vielleicht ein bisschen günstiger machen. Also ich werde ihn auf jeden Fall verkaufen. Viele von euch haben auch geschrieben, ja, wahrscheinlich werdet ihr nicht die 60.000 halten, selbst wenn ihr einen Inform bekommt. Und deswegen, ja, habe ich ihn jetzt auf den Transfermarkt gestellt. Wir haben noch eine SBC draußen. England versus Schottland. Wir brauchen dafür 2 Engländer, 2 Schotten, 4 Ligen, Minimum. 80 Gesamtwertung und 9 Chemie. Wir haben hier zusammengebaut. Könnt ihr auf jeden Fall nicht nachbauen, aber wenn ihr das Video seht, ist die SBC, glaube ich, nur noch ein paar Stunden draußen und ihr habt wahrscheinlich auch einen eigenen Weg gefunden. Ich habe meinen Weg gefunden. Das ist die günstigste Variante für mich. Und ja, ich würde sagen, wir machen das auf und gehen dann in die ersten beiden Spiele von der Food Champions Weekend League für dieses Video. Und ja, let's go. Mal schauen, ob wir vielleicht ein bisschen Packlack haben. Schauen wir mal. Wir kriegen auf jeden Fall hier ein 25k Pack. Ja, Freunde, 25k, ein Premium Goldspieler Set. Wird einfach mal aufgemacht. Mal gucken, ob es uns wieder so viel Packlack bringt wie gestern. Ja, mal schauen. Gestern, wie gesagt, 500.000 gemacht. Ich kann mich nicht beschweren, wenn jetzt hier, ja, kein Leinwandspieler kommt. Wir ziehen hier einen Shuttoff. Ist nicht der beste Spieler, aber ja. Wir haben auch jetzt, sag ich mal, für die SBC nicht so viel bezahlt. Ist in Ordnung. Sonst ist, ja, fast nur Müll dabei. Und dann würde ich sagen, schnack mir nicht so lange. Gehen wir mit einem neuen Team ins Spiel 21 und 22. So, Freunde, Spiel 21. Ja, wie gesagt, wir werden die Weekend League ein bisschen lockerer sehen. Das Team sieht okay aus, nicht schlecht, aber auch nicht mega. Wir haben hier nicht mal die Prime Overmars-Mission, sondern die mittlere Overmars-Mission. Wir haben Griezmann, wir haben Info Alessandrini. Wir gehen auf jeden Fall in die 4-1-2-2-Formation und schauen mal, was wir da reißen können. Oh, Cristiano, mach ihn doch. Oh nein, wie kann man denn da so schießen, Alter? Ohne Scheiß, ey, ich muss immer noch an diesem Patch kämpfen, Alter. Alles hat sich verändert. Passen, schießen, alles hat sich verändert, muss man fast sagen, ey. Guck mal, wie kann der Piero von da nicht treffen? Oh, endlich. Ohne Witz, Freunde, ich weiß nicht, wie viel Highlight ich euch zeigen kann, aber das Spiel war richtig chancenarm. Es war richtig chancenarm. Es war hart umkämpft, Alter. Beide haben nicht wirklich gute Chancen gehabt. Aber hier habe ich mir, ja, eine 100%ige erspielt und Ronaldo macht ihn. Und der Spieler muss auf jeden Fall erstmal an seiner Taktik arbeiten. Ey, Mann, passt doch direkt. Bruder, was ist das für eine Scheiße, Mann? Also sag mir, dass es gut spielt, weil mein Spieler irgendwie nicht gut weiterpasst und auf einmal hinten Lücken ist, Alter. Also, ich will nicht meckern, aber ganz ehrlich, gut herausgespielt war es nicht. Mann, schon wieder dasselbe Scheiß. Schon wieder, Mann. Zweimal schon. Zweimal habe ich den Ball doch schon. Und Freunde, sowas regt mich auf. Ich habe zweimal den Tackle gemacht und er kriegt den Ball sofort wieder. Seht ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Warum ist
manchmal aufregt. Ihr seht das doch. Und dann wechselt er natürlich wieder auf Fünferkette. Mein Gott, Alter. Come on, let's go. Let's go. 2-2. Wow, bisschen Luck muss auch mal auf meiner Seite sein. Da wird sich der Gegner natürlich aufregen, aber ja, Luck auf meiner Seite am Ende. Ja, was soll ich da sagen, Freunde? Ich habe mich aufgeregt. Ihr kennt das, ist doch Standard, Mandat. Schütze pfeift sofort ab. Und wir gewinnen das Spiel. Ganz, ganz glücklich, Freunde. Ganz, ganz glücklich. Ich bin da natürlich da ganz ehrlich. Das letzte Tor war auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. 3 Torvorlagen von, ja, Jongmin Son. Und wie ihr seht, es war meiner Meinung nach ausgeglichen. Vielleicht ein bisschen bessere Chancen auf Seiten vom Gegner. Aber wir stehen jetzt 15-6. Der Traum von Elite ist immer noch da. Und das erste Spiel war ein Krampfspiel. Am Ende wieder gewonnen. Meiner Meinung nach, wie gesagt, habe ich 2 Tackles gemacht. Und jedes Mal, nachdem ich einen Tackle gemacht habe, hat der Gegner wieder den Ball gehabt. Was soll ich da machen? Mehr kann ich da nicht machen. Ich drücke Tackle, passen. Es kommt nicht raus. Gegner kann einfach den Ball wiederholen. Ich hoffe, ihr versteht meine Frustration. Nichtsdestotrotz gehen wir in das zweite Spiel für dieses Video. Hoffentlich ohne Rage. So, Freunde, Spiel 22 für diese Food Champs Weekend League hat ein sehr, sehr interessantes Team. Sehr nice, ganz Freunde. Den neuen Salah, der ist richtig brutal. Also sein linker Fuß ist echt krass. Also besser als von Messi, habe ich schon gehört. Sonst wirklich Yashin, Roberto Carlos, Ferdinand habe ich gesehen. Also sehr, sehr interessante Spieler. Schauen wir mal, wie das Spiel ausgehen wird. Wie gesagt, also meiner Meinung nach gibt es fast gar keine schlechten Teams mehr in der Weekend League. Es kommen fast nur noch brutale Teams eigentlich hier zustande. Und ja, kann man auch sich nicht mehr beschweren. Oh, warum komme ich gegen das starke Team oder gegen dieses? Also es sind echt nur noch brutale Mannschaften am Start. Es zählt schon sehr viel Skills. Natürlich gibt es noch Ausnahmen, ja, die zum Beispiel 30 Millionen wert sind. Da kann man sagen, da macht nochmal viel aus. Aber mein Team ist ja auch ungefähr 10 Millionen wert. Und ja, schauen wir mal, was wir hier jetzt gegen dieses Team leisten können. Was wir hier abliefern können. Let's go! Ja, Petit! Bisschen glücklich natürlich, aber ja, nehme ich so mit, Freunde. Nehme ich so mit. Okay, Freunde. Gegner ist direkt rausgegangen. Krass. Nur ein Tor. Also, ja, der hat wahrscheinlich nicht mehr so viel Bock auf Weekend League. Damit stehen wir 16-6 und weil das Spiel nämlich ja ziemlich kurz war, würde ich sagen, gebe ich euch noch ein Bonus-Match. Schaffen wir 17-6 rauszumachen. Dann stehen wir richtig gut für, ja, eventuell Elite 3 noch. Das ist ja mein Ziel. Ja, schauen wir mal. So, Freunde, der 23. Gegner für diese Weekend League Cut. Den, ey, Gott, ohne Scheiß, überraschenderweise haben sehr viele den neuen Salah. Der kostet 700.000. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele ihn machen. Er hat auch Player of the Month Kane, Aguero. Er scheint ein Premier League Team bzw. Spieler-Fan zu sein. Sieht nicht schlecht aus, sehr viele OP-Spieler. Schauen wir mal, was wir da reißen können. Digga, gut rausgespielt. Ja, und was soll ich sagen? Der Piero-Finish ist einfach top-notch, Freunde. Top-notch. Leckerli, muss man sagen, ja. Viele von euch schreiben, warum sagst du nicht mehr so viel Call? Das kommt, bald kommt, ohne Witz, eine neue Serie mit. Ja, es geht um das Thema Call. Also, seid da gespannt. Ich hatte bis jetzt noch nicht die Zeit gehabt, das aufzunehmen. Aber es kommt bald, Freunde, die kommenden Wochen. Oh, dieser Begovic, Alter, was er alles rauskratzt, ey. Ist doch nicht mehr normal. Son, Mann! Vorlage von Ronaldo. Ja, und abgeschossen von Hyomin Son. Und deswegen liebe ich den. Links oder rechts. Seine Schüsse sind... Und Freunde, da haben wir den zweiten Rage Quit für diese, ja, für dieses Video. 3 Spiele, 2 Rage Quits. Ich denke, das ist ziemlich erfolgreich und damit stehen wir 17-6, Freunde, also nicht schlecht.
theoretisch soll ich weiter aufnehmen, aber ich werde, denke ich, das Video beenden. Es sollte nicht so lang sein, ja. 17-6 ist okay. Wir haben wieder ein bisschen mehr Chance auf Elite 3. Das ist ja, wie gesagt, mein Ziel, ja, konstant Elite 3 zu erreichen. Haben wir noch irgendwas verkauft? Ja, wir haben was verkauft. Wir haben einen weiteren Schotten verkauft für 1-6. Not bad. Und ja, damit beenden wir die Episode. 3 Spiele, 3 Siege, das war mal sehr erfolgreich. Und wie gesagt, ich nehme die Hügel jetzt nicht so mega ernsthaft. Wenn wir Gold 1 schaffen, dann schaffen wir Gold 1. Und wenn wir nichts ziehen aus den 200k Packs, dann ziehen wir nichts. Weil wir haben gestern Glück gehabt, wie ich schon erwähnt habe. Da kann man sich nicht so viel beschweren. Ich werde aber natürlich mein Bestes geben, um Elite 3 zu erreichen. Um euch, ja, ein bisschen bessere Packs zu, ja, zeigen. Und falls ich ein bisschen kommentiert habe, weil ich angetrunken bin, dann entschuldige mich hier. Und kurzes Fazit zu Maldini. Viele fragen sich bestimmt, ja, wie findest du ihn? Wie findest du diesen Boy, der dich 1,219 Millionen gekostet hat und momentan einen Marktwert hat von 1,34 Millionen? Ich bin ehrlich mit euch, ich finde ihn besser als Plonk. Ich finde ihn sogar besser als Plonk. Weil Plonk hat mir immer gut gefallen. Er war sehr stark. Aber ich muss einfach sagen, Plonk, wenn das Gameplay ein bisschen anders ist, ein bisschen träger, er macht Fehler. Maldini hingegen macht das nicht. Anscheinend ist einfach, ja, was du bezahlst, das kriegst du aus hier, auch hier. Ja? Bei manchen Ikonen, ja, wie Vieira, wie Petit, wie Ronaldo. Wenn du viel bezahlst, kriegst du auch diese Leistung. Und das ist auch bei Maldini so. Maldini gefällt mir gut. Und ich muss sagen, er gefällt mir besser als Plonk. Und ich überlege, ganz, ganz ehrlich, Plonk sogar zu Ferdinand zu upzugraden. Nichts gegen Plonk, er ist immer noch wirklich sehr, sehr stark, aber ich sehe Luft nach oben. Wenn ich einen Maldini sehe, sehe ich, da ist Luft nach oben. Und wenn ich, kann ich mir vielleicht vorstellen, dass ein Ferdinand sogar noch besser ist, ja, als ein Plonk. Weil, wenn wir ehrlich sind, guckt euch die Teams von den Pros an. Welche Innenverteidiger haben die? Die haben meistens nur 3 Innenverteidiger. Es ist Ikone Maldini, es ist Prime Ferdinand oder Totti Ramos. Das sind immer diese 3 Spieler. Keiner hat Plonk. Ich kenne keinen Pro-Spieler, der Plonk spielt. Wie gesagt, Plonk ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber ich sehe hier wirklich, Maldini ist wirklich nochmal ein Ticken krasser. Sage ich hier einfach. Aus den ersten 20 Spielen. Ich muss mal gucken, wie er sich auf längere Zeit konstant hält. Aber aus den ersten 24 Spielen muss ich sagen, Maldini ist der Boss. Er ist der Abwehrchef jetzt. Ja, er zeigt, was Plonk zu tun hat. Einfach. Ist einfach so, ja, Freunde. Also Maldini ist krass. Ansonsten, wie gesagt, durch dieses Packlack, was ich gestern hatte, könnte ich theoretisch nächste Woche sogar Totti Kane und 87er Zon in unser Team bringen. Aber ich schaue mal. Ich schaue mal, wie sich meine Investitionen entwickeln. Wir haben keinen Drang, ja, hier irgendwas schnell holen zu müssen oder abliefern zu müssen. Wie gesagt, wenn diese Weekend League mit Gold 1 beendet wird, dann ist es so. Wenn es mit Elite 3 beendet wird, dann ist es so. Ja, wir wollen einfach, ich möchte euch einfach guten Content bringen, bisschen bessere Laune, nicht zu viel Rage. Viele lieben Rage, ja, ich habe letztens einen Kommentar bei viel FIFA gegeben, wo er Statement zu Food Champions abgeliefert hat und da haben viele von euch hochgeladen, ich glaube über 400 Daumen nach oben und viele haben geschrieben, und KC, wie läuft die Weekend League, schon geraged? Also nur Rage, alle kennen mich nur durch Ragen. Ich möchte mein Image ein bisschen verbessern, ich will ein bisschen bessere Laune rausbringen, aber natürlich kann man Rage nicht immer verhindern, ja. Food Champions und Rage ist einfach immer als Kombination da. Und ja, dann würde ich sagen, das war's im heutigen Video. Ich hoffe, es hat es gefallen. Wie gesagt, was noch kommen wird, habe ich gerade schon vorher erwähnt. Nächste Woche kommen extra 2 extra Videos auf euch zu. Einmal hier, wie wir Lukaku versuchen zu erspielen und wie wir Vela Path to Glory erspielen. Und wir werden die beiden auf jeden Fall danach in die SBC stecken. Also es wird, denke ich, ein cooles Video, wie wir versuchen, die zu erspielen und wie wir dann vielleicht wieder Packlack haben. Ja, wir schauen wir mal. Ich kann mich nicht beschweren, aber über mehr Coins, über mehr Packlack kann ich mich nicht beschweren. Und dann würde ich sagen, da habe ich genug gelabert. Danke für euren Support in letzter Zeit. Ja, wir sind immer dieselben Leute, die immer konstant dabei sind, immer mich supporten. Dafür bedanke ich mich und dann würde ich sagen, und noch einen schönen Tag euch. Bis die Tage. Euer KC ist raus. Ciao. Jeden Tag ist